Nachdem Madonna bereits das Drehbuch geschrieben hat, plant sie nun die Verfilmung des Lebens der Herzogin von Windsor. Vielleicht hätte sie auch ein wenig mehr Arbeit in das Video ihrer Single stecken sollen. Celebration fällt von der 14 auf die 20. Gerade hat David Guetta in Amsterdam seinen Remix von Madonnas Revolver vorgestellt. Bei uns ist er dagegen immer noch in altbewährter Paarung unterwegs. David Guetta und Kelly Rowland fallen mit When Love Takes Over um 3 Plätze auf die 19. Nachdem Kalcha Candela bei Schöne Neue Welt ungewohnt ernster herkam, besingen sie nun wieder, womit sie sich offensichtlich am besten auskennen, attraktive Frauen. Die zweite Auskopplung Monster steigt ein auf Platz 18. Musik machen ist wie kochen. Das zumindest behauptet H.P. Baxter von Scooter. Und weil die meisten italienische Küche lieben, war es nur eine Frage der Zeit, bis Scooter uns etwas Entsprechendes auf dem Plattenteller serviert. T-Sento fällt um 5 Plätze auf die 17. Hey, das geht ab! Hey, das geht ab, wir feiern das ganze Jahr. So müsste der Text eigentlich lauten. Frauenarzt und Money Mark sind nun schon seit insgesamt 20 Wochen in den Charts und denken gar nicht daran, sich zu verabschieden. Das geht ab, steigt von der 17 auf die 16. Nachdem Shakira in einem Interview freimütig bekannte, dass sie illegale Downloads völlig okay findet, bekommt sie nun die Quittung. Die legalen Verkäufe ihrer aktuellen Single gehen zurück. She-Wolf fällt um 4 Plätze auf die 15. Sobald es kälter wird, verliert das Landstreicherleben offensichtlich ein wenig an Charme und Romantik. Charlie Winston bekommt den Jahreszeitenwechsel offensichtlich zu spüren. Like a Hobo fällt von der 13 auf die 14. Gerade hat Agnes zugesagt, Ende November bei The Dome im österreichischen Graz aufzutreten. Nicht mehr dabei ist sie allerdings bei den deutschen Top 10. Release Me fällt von der 9 auf die 13. Let's paint the town. We'll shut it down. An diesem Samstag treten die Black Eyed Peas bei Wetten, dass auf und lassen sich von 10 Fans bei ihrer Performance unterstützen. Etwas Unterstützung könnte mittlerweile aber auch ihre aktuelle Single gebrauchen. I Got a Feeling fällt von der 10 auf die 12. Auf dem neuen Album lässt Sido den Berliner Kurt Krömer seine Lieder kommentieren. Vielleicht hätte er auch bei der Single auf Kurt Krömers Unterstützung setzen sollen. Hey Du fällt um 7 Plätze und landet auf Platz 11. Das waren die Plätze 20 bis 11. Ihr habt jetzt 3 Minuten Zeit, Platzierung und Interpret auswendig zu lernen. Denn wenn ich gleich wiederkomme, schreiben wir einen Test. Also, bis gleich. Ich baue dir ein Schloss. Nachdem Cassandra Steen und Adel Tawil bereits seit 22 Wochen in den Charts an ihrer Stadt bauen, gibt es in den Top 10 nun eine neue Baustelle. Jürgen Drews meldet sich eindrucksvoll zurück und steigt mit Ich bau dir ein Schloss ein auf Platz 10. Lasst uns aufstehen, mach dich auf den Weg. Silbermond halten nicht viel von dem schnellen Erfolg durch Castingshows. Ihnen war es wichtig, den langen Weg zum Erfolg Schritt für Schritt zu gehen. In dieser Woche geht es für die aktuelle Single Krieger des Lichts allerdings einen Schritt zurück auf Platz 9. Alles kann besser werden, wo wir uns den Himmel aufsehen. Alles kann besser werden, behauptet Xavier Naidoo in der gleichnamigen Single. Dass sich Dinge allerdings auch verschlechtern können, zeigen die Charts. Die aktuelle Single fällt von der 6 auf die 8. Kommenden Dienstag beginnt in Rostock endlich Marit Larsens große Deutschlandtour. Die Norwegerin wird dann im November in insgesamt 15 Städten Halt machen. In den Charts macht sie mit If a Song Could Get Me You in dieser Woche auf Platz 7 Halt. We weren't born. Seit einer Woche gibt's das neue Album und pünktlich dazu hat Bon Jovi bekannt gegeben, dass sie fürs nächste Jahr eine Welttournee planen. Von so viel guten Nachrichten profitiert auch die Single. We Weren't Born to Follow steigt von der 18 auf die 6. Zu Beginn ihrer anstehenden Konzerte wird Lady Gaga aus einem Ei schlüpfen, um das Tourthema Evolution zu unterstreichen. Und weil Teil jeder Evolution auch der Niedergang ist, fällt sie in dieser Woche mit Paparazzi von der 2 auf die 5. Queensberry melden sich mit neuem Album und einer ersten Single bei ihren Fans zurück. Und was sagt man da zur Begrüßung? Richtig, hello. Und genau damit steigen die Mädels neu ein auf Platz 4. Gerade erst musste Aiken auf einem Konzert eine Schlägerei im Publikum schlichten. Wesentlich ruhiger geht es dafür ihn in den Charts zu. Gemeinsam mit David Guetta und Sexy Chick bleibt er unbewegt auf Platz 3.
Pünktlich zur Europa-Tour stellen Beth Dito und ihre Band in den deutschen Charts eine neue Bestmarke auf. Nach insgesamt 20 Wochen steigen Gossip mit Heavy Cross nochmal um 5 Plätze und erreichen den 2. Platz. Nicht mal ein ganzes Jahr hat Robbie Williams es in der englischen Provinz ausgehalten. Da will er schon wieder zurück in die USA ziehen. Dafür scheint er aber an der Spitze der Charts sesshaft zu werden. Buddies ist auch in der 3. Woche unverändert auf Platz Nummer 1.